Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch Salvete Spectatores, zu einem weiteren Teil von Let's Play Total War Warhammer 2, The Hunter and the Beast. Mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als das Beast. Wir spielen den Nakai und schauen wir mal, wie weit wir hier heute kommen. Ja. Ich muss den angreifen, um hier weiterzukommen, ne? Okay. Wir nehmen den Skinhäuptling hier nochmal mit. Ich denke die ganze Zeit drüber nach, ob wir in den Gewaltmarsch wechseln sollen. Dann sind wir hier ein bisschen näher dran, ne? Komm. Also ich fühle mich hier mit dieser Armee recht stark. Mittlerweile haben wir uns da schon so ein bisschen besser eingegroovt. Wie wäre es mit einem Bonus für Schutz der Alten. Die Magieresistenz ist so sicherlich ganz brauchbar. Brauchen eine neue Tech. Und dann nehmen wir jetzt die Sequenz des Wächters. Ja, das nehmen wir vielleicht auch noch mit. Haben wir genügend Punkte hier gesammelt bisher. Das hier ist ja egal. Ne? Es geht ja erstmal darum, also hier die Punkte sind nicht entscheidend dafür, wie viele Punkte wir hier machen, sondern es geht halt darum, wie viel Tempel wir weihen. Ne? Ihr seht, wir brauchen hier noch ein paar Tempelchen und dann ist auf jeden Fall ganz gut, ne? Wir kriegen hier Boni für Skinksaurus und Tempelwächter. Das ist halt genau die Einheit, mit der wir halt so spielen, ne? Ja, und hier, das nehmen wir jetzt auch demnächst mal mit. Die himmlische Schenkung, damit wir einen Bonus für das Vasalleneinkommen bekommen. Weil wir brauchen mittlerweile auch mal ein bisschen mehr Kohle und ich würde gerne irgendwann auch mal mit einer zweiten Armee spielen. Also immer nur mit einer Armee rumlaufen. Ist zwar irgendwie ganz nice, aber ich habe auch relativ wenig so, was ich tun kann halt in den Runden. Ne? Das ist halt noch nicht so genial. Ja. Aber wir rollen das Feld hier jetzt erstmal von hinten auf und bald haben wir die Norska hier oben auf jeden Fall vernichtet. I like. Okay. So, was bekommen wir hier? Aufseher, mehr Bewegungsreichweite in Kampagnensichtfeld. Super, okay, super. Ja, warte, machen wir die Kroxigore mal noch ein bisschen besser. Ja, und dann müssen wir auch mal hier drauf gehen, ne? Skinks, Bastilladons. Da sind wir nur Ränge. Ränge sind egal. Also, das hier ist alles. Ne? Wir brauchen hier aktive Boni. Sehe ich irgendwie sowas hier plus Rang auf Rekrutierung. Das ja, seht ihr ja hier, ne? Da rennst du mal halt. Ich schau dich das halt mal an, ne? Da rennst du mal gerade so 20 Turns mit so einer Armee rum. Da hast du alles voll mit Golderfahrung, ne? Also, ja, in meinen Augen ist das was, was man sich schenken kann. Also, vielleicht spielt ihr das gerne, aber so in meiner Rechnung hat das nicht so einen hohen. Das ist nicht so einen hohen Value, ne? Juhu, 20% Rettungszauber. Kann sie mir auch direkt geben, ne? Der hat auch einen Punkt über. Lass mal kurz gucken, ne? Saurüssel. Es ging's, vergiss es. Terradon-Reiter und Kampfechsen. Kroxigore, ne? Das müssten wir eigentlich auch wählen. Egal, wir nehmen jetzt erstmal nur hier das. 10% mehr Waffenstärke beim Kampf gegen Chaos. Finde ich gut. Also ich weiß nicht, plus. Warte mal kurz. Zu den 5% drauf. Auf jeden Fall auf den Basiswert, ne? Aber schau dir das an, der macht 531 Armor-Piercing-Damage. Also er müsste ziemlich schnell da drin sein. Schau, der hat 7500, das heißt mit 15 Hits. Oder sagen wir mal, 14 Hits macht er so gut wie jeden Gegner down. Also, wenn der normale Attacken halt macht. Ne? Nee. Du.
Feuerresistenz für dich ist gut. Kann man dann nämlich auch mal ganz gediegen mit so einem Skill drüber sensen. Okay, du kriegst den. Verschlechtert den Angriffsbonus, das ist schon mal wichtig zu wissen. Er macht halt mehr Damage dadurch, ne? Komm, mach den Carnosaurier. Okay, hoch, ich will sehen, was hier passiert. Okay, runter, ich will sehen, was hier passiert. Aha, da ist der Trock. Juhu, wir haben ein Kapitelziel abgeschlossen. 12 Siedlungen hält unser Vasall und wir kriegen Geld. Und wir haben die nächste Technologie abgeschlossen. Und wir bekommen für 3 Runden die Besten der Besten. Interessiert uns nicht. Wir kriegen 20 Siedlungen, muss der Vasall halten. Okay, das ist also uninteressant. Erstmal. Übrigens hat Haganeth unserem Vasall den Krieg erklärt. Hier. Weiß nicht genau, warum ich denke, deswegen. Ja. Da müssen wir uns dann halt bei Zeiten drum kümmern, ne? Lieber hier beim Ingemar Merseburg, kannst du mal bitte die Verstärkung behindern? Der läuft weit im Gewaltmarsch. Deswegen müssten wir uns, glaube ich, wirklich auch hier auf die Lauer legen, weil ich gehe davon aus, dass der sonst angreift mit dem hier im Gepäck. Ja. Okay, forschen wir noch hier das Gellen der Aalen. Das gilt für 5 Runden. Ja, ich würde sagen, nächste Runde können wir das aktivieren. Der Hinterhalt ist gescheitert, aber Trock kommt alleine. Er ist in Marschstellung. Gibt das hier unsere Eidechse? Wir sollten das Gefecht auf jeden Fall führen, denke ich. Er hat viele Hautwölfe, die einen Bonus gegen große Einheiten bringen. Da sollten wir dann also entsprechend aufpassen, ne? Wir können aber hier die Tempelwächter nehmen und dann stellen wir die Kroxis direkt mal hinter ihnen auf. Ja. Und das ganze Gezücht, ne, das stellen wir alles so dahinter. Okay. Abwarten. 12 Magie ist mir zu wenig. Da geht mehr. Okay. Stellen wir uns ganz hinten auf.
Ich muss mal gerade gucken, ob er irgendwas an Einheiten hat, die ballern können. Sieht jetzt erstmal nicht so aus, ne? Ah, doch, da. Also ein paar Plänkler hat er da, ne? So eine Plänkelkaff. Und so ein paar reguläre Plänkler. Die wir jetzt am besten Meisterschützen nennen sollten, denn das trifft ihre Skillfähigkeiten auf jeden Fall erstmal ganz gut. Na, der kastet da noch ein Spell drauf. Hau da mal so einen Windstoß rein, damit er genau an den Einheiten vorbeigehen kann. Pass auf. Weil es muss doch eigentlich halt gehen, dass du die vorher einmal mit diesem Windstoß umpustest und dann danach dann halt nochmal irgendwie drauf knödelst. Alter, was haben die für eine Range, ne? Wie übertrieben das halt nicht. Übertrieben das halt ist, ne? Spuck noch einmal Feuer. William Wallace, spuck noch einmal Feuer. Lass mal. Nein, da wollte ich nicht drauf gehen, danke. Ja, das ist Kacke. Ich speichere mir die Magic, komm. Einmal rein da. Hat er gesagt, please don't kill? Das könnte ich mir fast vorstellen. Opportunistischer Penner. Komm raus hier. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich mir diesen Spruch von der Lade des Sotek ein bisschen mächtiger vorgestellt. Oder ist er nicht gecastet worden? Moment mal gerade. Ist nicht gecastet worden. Ja gut, vielleicht weil er halt zu weit weg ist und er nicht mehr rankommt, ne? Das wird es wahrscheinlich sein. Kommen noch ein paar Kaulquappen dazu.
schießt dann halt auch mal. So ein Drecksbanger, ne? Wie sieht's hier drüben aus? Alter, ach so, okay, gut, ich dachte schon, boah, ich dachte schon, das wären meine Salamander. Aber den hier hat er ganz gut rausgenommen aus dem Gefecht, weil ich meine jetzt mal ernsthaft, ne, wo willst du noch die Lade des Zotac einsetzen? Da hinten, da ist alles gelaufen, ne, also die ganze Einheit konnte hier in dem Spiel echt nicht so viel machen. Schieß mal auf den Typen da. Cool, Baller drauf. Ja, die Hautwölfe kriegst du nicht, die sind zu schnell. Das sind auch Hautwölfe. Perfekt für die KI, einfach nur weil sie super darin sind, abzuhauen. Ja, und ihr habt da hinten wahrscheinlich die Hälfte des Gefechts am Map Edge gewartet, ne? Lauft mal hier hin. Oder lauft ihr mal hier hin. Und dreht sich um. I like it. Warum greif an? Einmal einen Schuss abgekommen und zack, in Rage. Okay, gut. Aber ich glaube, weil der im Gewaltmarsch war, es kann sein, dass er so oder so nicht rauskommt aus der Nummer. Gucken wir mal gerade. Ja, 10 Kills, ne, für die Lade. Also die Range von dem Spell. Der Spell ist zwar geil, aber die Range ist mir einfach zu niedrig, ne. Da habe ich lieber eine Einheit, die ich flexibel einsetzen kann. Aber ich meine, gut, er hat gegen Hautwölfe gekämpft im Nahkampf. Der macht da nicht so viele Stiche gegen die. Na, ich meine, schau dir das an, das ist halt eine Anti-Large-Armee eigentlich. Dafür hat sich die Truppe noch ziemlich gut geschlagen. Außer, dass es irgendwie geschafft hat, diese Salamander-Jagdmeute irgendwie mal zu stellen. Was nehmen wir hier? Einheitenverstärkung? Sieht ganz gut aus in meinen Augen. Und damit ist Trock schon mal ein Fall für die Geschichtsbücher. Gut. Okay. Also die haben die Hälfte der Fraktion durch. Ich lasse das dann weiterlaufen. Ne? Okay, Einkommen durch das Ausraum plus 30 oder einfach 1600 jetzt. Du, ich habe echt keine Ahnung, ne? Wie lange gilt denn das für 8 Runden? Ich werde jetzt wahrscheinlich 2 Städte einnehmen in den 8 Runden. Bringt mir das dann mehr? Wir machen da 1500. 10% 150, 300. Sagen wir 450, 900. 900 mehr machen wir, also wir nehmen die Tafel. Da müssen wir echt schon schnell sein, damit wir da mehr als 2 Siedlungen einnehmen. Okay, wenn wir schneller sind, dann gut, dann habe ich mich da halt geirrt, dann ist das so, aber ja, 30er Angriffsbonus, ey, aber hallo, oder? Ja, jetzt schon 80, guck dir das mal an.
Ja, das Ding hat die dickere Garnison. Ah, cool. Das Verstärkungsbehindern hat geklappt. Aber wir nehmen trotzdem Attentat erstmal als Modus. So, also, da ist der Wolfric drin, den hätte ich gern raus. Ich würde es gern automatisch machen, aber dann verliere ich Einheiten, ne? Verliere ich die Kroxigore 100 pro. Naja. So, nächster Tempel ist da. Itza? Nein, okay, gut, Spaß beiseite. Ja. Dann mache jetzt hier den Komet von Cassandora. Ich meine, der kommt immerhin direkt mit dem Silberwimpel wieder rein, ne? Also da kann man mit, ich glaube, da kommt man mit klar, ne? Das ist okay, da geht. Die Liesel. Das Lieschen. Alter, das sind so teure Sachen, ne? Also wir brauchen irgendwann natürlich auch mehr Reserve für die Winde der Magie, das sehe ich auch so, aber das ist mir einfach alles gerade noch einen Ticken zu teuer. Hier würde ich auch sagen, das kann man fast behalten. Also eher dann halt die Rekrutierungssachen, die gefallen mir hier ganz gut. Und hier der Rang des Kommandanten. Damit wir mal die zweite Armee dann bald ausheben können. Aber wir müssen jetzt auch mal langsam hier auf die zusätzliche Bewegungsreichweite kommen, ne? Komm. Okay, was wollen wir? Die Magie nutzen? Oder die Magie konservieren? Magie konservieren. Unsere Armee ist noch nicht auf volle Stärke zurück. Das ist ein bisschen schade. Look, look. Hier. Einheiten angreifen. Okay, das hat nicht geklappt. Das war ein Attentat, das hat auch nicht geklappt, aber immerhin habt ihr beide ein Level bekommen. Und dabei sein ist alles. Wir umstellen die. Wann soll der sonst rauskommen? Oha, sie haben sich nicht getraut anzugreifen. Hier, spätes Kane beansprucht. Okay, alles klar. Du kannst ja jetzt nichts mehr hier an der Siedlung machen, aber so um diesen Helden hier zu verwunden. Das klappt auch nicht. Der ist irgendwie immun, ne?
Ja, Attentäten bringt jetzt hier, glaube ich, nichts mehr. Ja, cool. Die Armee ist gleich wieder fresh. Er kriegt in 5 Runden Verschleiß. Warte, lass mal gerade gucken, ist das seine letzte Siedlung? Nee, ne, der hat noch eine. 2, 3. Er hat noch 3. Boah, dann sollen wir das jetzt aber wirklich mal langsam hier machen. Okay, komm, dann Blitzschlag und dann machen wir das. Blitzschlag machen wir deswegen, weil der einen Moral-Debuff kriegt dadurch und das ist tatsächlich hier eine relativ gute Sache für uns, ne? Also die Moral-Debuffs, die sollten wir einfach mitnehmen, alleine halt schon, wenn der halt Monster spielt, ne? Trolle und das ganze Gerümpel. Das sind ja alles Einheiten mit niedrigen Moralwerten. Also da schicke ich mich definitiv nicht hin. Ja, offen spielen kannst du vergessen hier. Das, also den Gefallen tue ich der KI einfach nicht. Dafür, dass sie viel zu OP ist auf offenem Schlachtfeld. Also mit den entsprechenden Einheiten, die der hier hat, ne? Wobei gegen Bretonen oder sowas würde ich jetzt auch Corner campen. Das hat überhaupt keinen Wert gegen solche Armeen. Also hier, gut, da ist viel Inf drin, aber ey, ohne Witz, ne? Komm, die KI kommt ohnehin zu uns. Also dann, warum nicht einfach mal hier ein bisschen entspannen. Was ist das für eine komische. Weil, sag mal, was ist das denn hier? Stell die Einheiten doch einfach mal ganz normal dahin. Nee. Also irgendwie kann man es mir da auch nicht recht machen. Armes Spiel. Also die schätzen mir hier als Defensivreihe auf. Ja. Okay, pass auf. Ja, nee, ist. Nee, warte, ist so. Nee, komm, du hast eine hohe Range, den schützt mir dahin. Den schützt mir dahin. Den schützt mir dahin. Den schützt mir dahin. Der da. Du hier. Du hier. Dann können wir endlich auch mal diesen Spell halt benutzen, ne? Weil auf dem offenen Feld, die KI wird sich halt immer so positionieren. Also, das müssen wir halt auch sagen. Die KI wird sich halt immer so positionieren, dass wir mit unseren Spells keine Wirkung erzielen. Das ist halt auch einfach so eine Sache, man macht sich halt unnötiges Leben schwer, ja. Wie zum Beispiel hier. Ups. So einen Stein ab. Ne? Der Spell geht halt einfach so durch. Und vor dem Hintergrund brauchen wir uns da jetzt auch gar nicht. Brauchen wir uns dann auch gar nicht abmühen. Ja, wir warten jetzt mal. Ich denke, er kommt dann gleich.
hier das bestätigt in meinen Augen übrigens Merps These, dass die andere, dass die Einheiten eine andere Hitbox haben. Okay, wir duellieren direkt seinen Helden. Genau, ich würde den Spell eigentlich so nutzen. Läuft trotzdem weg. Was für ein Penner. Okay. Schade, ich hätte gerne Nakai hier den Kill gegönnt, aber ja. Junge, wie du gesagt, stell dich hier hin. Defensivmodus bitte. Gilt übrigens auch für unsere Croxies. Komm, greif das Mammut an. Na Kai. Komm, dann hol dir einen Mammut. Da lade das so Deck. Komm, burn mal bitte einmal durch. Der geht erstmal in uns rein. Einmal den Kometen bitte hier hin. Komm mit dem noch raus. Greif an. Also übrigens auch angreifen. Krass, wie er sich da so durchgesnackt hat, ne? Kann sich hier nochmal mit dem Kettenblitz verdingen. Ich glaube, wenn wir Pech haben, verlieren wir nur eine Einheit Tempelwächter. Das wäre nicht so gut. Ja, also fürs Corner-Campen habt ihr aber auch gesehen, ist diese Armee jetzt echt nur bedingt geeignet, ne? Da gibt's bessere Armeen für. Aber es war okay. Jetzt hat man halt, ne, ihr seht auch sofort, wie viele Kills wir dann halt machen, wenn wir der KI so eine gewisse Position auf der Map aufzwingen können, ne? Da reichen uns im Endeffekt halt gute Infanterieeinheiten, die lange durchhalten und ein paar Spells. Also. Viel mehr brauchen wir dann nicht. Ne? Also gute Infanterieeinheiten mit einem Bonus gegen Groß, weil ne, so Sachen wie Kavallerie oder Monster, ne, das ist halt hier. Also Streitwagen, Kavallerie, Mammuts, Kriegshunde,
Fimir-Krieger und Eistrolle, das sind halt alles Einheiten, die uns auf den Wecker gehen. Und zwar ganz gehörig auf den Wecker gehen. Wenn wir die halt nicht selber ausschalten können, ne? Pass auf, wenn du so läufst, ne? Genau, so siehst du auf jeden Fall mal noch, was hier unten passiert. Das ist schon mal gar nicht so unwichtig. Und Leute, ich sag's euch, ne? Ich mach mich da nicht verrückt. Wegen der Questmission. Die Armee, gegen die wir da kämpfen. Ja, warte mal. Ich bleib mal gerade noch hier stehen. Die Armee, gegen die wir da kämpfen werden, die ist so OP. Wir haben keine Eile, gegen die zu kämpfen. Der Reward mit diesen Legendary Items, ja, das ist cool. Also die Belohnung, ne, mit den legendären Gegenständen. Das ist okay, aber ja, ist auch nicht so zwingend notwendig. Hier übrigens, ne, die haben Ansturm abwehren gegen alle, also auch gegen Infanterie, das finde ich ziemlich nice. Leider gibt's ansonsten in unserem Einheitensegment keine weiteren Einheiten, die diese Fähigkeit besitzen. Mit 163 sind die natürlich auch ganz schön teuer. Wir brauchen sie noch nicht unbedingt, diese legendären Einheiten. Also halt eher sowas wie Schreckensechse und Stegadon. Okay, gut, klar, ne, das können wir nehmen. Aber nicht unbedingt auch in diese, also aber auch nicht unbedingt in diese Armee. Das heben wir uns für einen Ernstfall irgendwie auf. Ja. Und jetzt wisst ihr ja auch in etwa, also wie sieht's aus? So geil, der hat halt 3 Goldwimpel, ne? Es ist so awesome. Aber ja, dieses Monster brauchen wir eigentlich nicht. Also da können wir auch noch eine Impfeinheit nehmen. Das ist halt klar, ne? Ihr habt gesehen, in welchen Situationen macht das Ding Kills. Aber gut, wenn wir vielleicht mal irgendwo kämpfen, wo wir auch gegen Einheiten kommen, die hinter Burgmauern stehen, dann ist das vielleicht wieder eine sinnvolle Sache, ne? Also insofern, ja. Warten wir noch ein bisschen ab. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und bis dahin sage ich dann, macht's gut und Pax Vobiscum, Valete.